Hi Leute, wow. Wisst ihr was? Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, denn mein Gamer-Kanal ist nun offiziell gestartet. Fuck yeah! Wenn ihr also mal mit mir spielen wollt, Ration sehen wollt und halt spielen, daddeln, Dingsbumsens, erster Link in der Videobeschreibung. Ja, da unten. Dies ist ein Intro. Bei Fragen oder Magen-Darm-Beschwerden fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Danke! Mit dieser kleinen Eigenwerbung nochmal ein Hi an alle da draußen. Habt ihr die letzten Tage mal auf den Kalender geguckt? Bald ist Weihnachten! Um genau zu sein, es ist fast noch ein Monat bis Weihnachten und es ist einfach schon saumäßig kalt draußen, was ich eigentlich so mega feier, weil es kalt ist. Oh, ich liebe Kälte. Ich finde es einfach ziemlich erstaunlich, wie es einfach sofort Winter ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich wäre noch im Sommer. Was wiederum ein bisschen komisch ist, weil irgendwie sind die Monate an mir vorbeigeflogen. Habe ich als einziges das Gefühl, dass irgendjemand an der Zeituhr geschraubt hat und auf einmal irgendwie Winter ist? Eben ist es Sommer und dann ist es schon Winter. Abgesehen von der Zeit aber, heißt es, bald kommt Weihnachtsmann und KKG, oder es kommt eigentlich schon. Ich hab's verpasst. Ich hatte über Twitter einfach mal gefragt, wie viele der momentanen Weihnachtsmann und KKG suchten. Und Leute, eure Resonanz war wow! Warum favorisieren so viele einen Weihnachtsmann und KKG-Post, aber meine anderen nicht? Ich weiß nicht, aber irgendwie verbinde ich Weihnachtsmann und KKG mit meiner Kindheit. Und Leute, das Ding hat einfach nur eine Staffel. Trotzdem gucke ich das Ganze jedes Jahr. Immer und immer und immer wieder. Ich bin mir sicher, jeder von euch guckt das. Und da dieses Video natürlich um Weihnachten gehen soll, kann ich auch gleich noch dazu sagen, dass ich einfach jedes Mal Weihnachten vergesse, was ich schenken soll, weil jeder hat irgendwie schon das Beste und ich möchte auch nicht zu viel Geld ausgeben. Ey, scheiße, mein kein Geld. Was ich als leidenschaftlicher Gamer auch noch extrem cool finde, ist es, wenn an Weihnachten Spiele Weihnachten imitieren. Zum Beispiel mit Schnee oder halt andere Special-Effekte wie Weihnachten. Wenn in diesen Games halt das Weihnachten schon implementiert wurde. Was brabbel ich hier? Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich jedes Mal Weihnachtsfeeling kriege, wenn das in den Games ist, weil draußen... Ja... ist Regen. Fast jedes Weihnachten ist es so, dass Weihnachten einfach nie Schnee ist, sondern immer Regen, Matsch und Schmodderwetter. Nie gibt es weiße Weihnachten. Ich hoffe ganz stark, dass euch dieses Schweinchen wieder wach gemacht hat, denn ihr solltet nicht einfach einschlafen, während ich was rede. Nein. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie sieht das perfekte Weihnachten für euch aus, denn für mich ist das perfekte Weihnachten weiß. Das habe ich übrigens schon letztes Jahr gebracht. Es ist weiß, es ist mit der Familie zusammen und es ist halt typisch weihnachtlich. Nicht so wie Halloween, dass überhaupt nichts Passendes im Fernsehen kommt, sondern dass Weihnachten halt typisch Weihnachten ist, wie man das im Fernsehen kennt. Das heißt, weiße Weihnachten, liebes Wetter, danke, weil Fernsehsendungen, die passend zu Weihnachten sind und nicht Und es ist mit der Familie was gemacht. Das ist so mein typisches Weihnachten. Also schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ist euer typisches Weihnachten? Ich bin gespannt drauf und ich werde auch wahrscheinlich einigen von euch antworten. Also Leute, haut rein, cheerio und tschüsselü.